Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Eine neue Folge, ein neues Shopify-Feature, von dem ihr möglicherweise bisher noch nichts gehört habt, da dieses Zahlungssystem, um das es heute gehen wird, eher außerhalb Deutschlands verwendet wird. Die Rede ist von ShopCash. Doch ich denke, vorher müssen wir für ein wenig Aufklärung sorgen. Was genau ist ShopCash? Um das zu verstehen, muss man die Shop-App kennen. Diese wird von Shopify finanziert und bietet den Anreiz, dass man individuelle Rabatte erhält, von seinen Lieblings-Online-Shops benachrichtigt wird, wenn neue Produkte gelauncht werden, aber auch die Chance erhält, neue Shops zu entdecken. Es erinnert also sehr stark an einen Marktplatz. Gleichzeitig kann darüber aber auch bezahlt werden und nennt sich dann ShopPay. Vermutlich habt ihr dieses Logo schon einmal in euren Payment-Einstellungen gesehen. Der große Vorteil der Bezahlfunktion ShopPay ist der One-Click-Buy. Eure Daten sind also bereits in der App hinterlegt und ihr könnt mit einem Klick den Checkout-Prozess abschließen. Nun wissen wir, was die Shop-App ist und dass man in ihr, aber auch in Shopify-Shops, mit der One-Click-Zahlmethode ShopPay bezahlen kann. Doch wie passt da nun ShopCash rein? ShopCash ist eine Art Währung, die nur in der Shop-App einen Wert besitzt und nicht transferierbar ist. Man erhält diese Währung als Prämie, wenn man ShopPay bzw. die Shop-App nutzt. Kauft man bei bestimmten Händlern ein, kann sich der eigene ShopCash-Wert multiplizieren. Dieses ShopCash-Money kann nur bisher in der App als Zahlungsmethode verwendet werden. Am Ende ist es also eine premiumbasierte Methode, um die Kunden dazu zu bringen, die Shop-App häufiger zu nutzen, die in Fachkreisen bereits als möglicher Amazon-Konkurrent gehandelt wird. Mithilfe dieser ShopCash-Boosts kannst du als Händler also Angebote erstellen, damit neue Kunden gewinnen, die dann wiederum von den Prämien profitieren. Sobald es umfangreichere Informationen dazu geben sollte, werdet ihr es auf dem eBakery YouTube-Kanal erfahren. Doch habt ihr bereits mit der Shop-App Erfahrung gemacht? Nutzt ihr sie selbst als Kunde oder Händler? Wenn ja, schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Solltest du hingegen deinen Shopify-Shop optimieren lassen wollen oder von Grund auf erst einmal professionell erstellen lassen wollen, dann helfen wir dir als Shopify-Agentur sehr gerne weiter. Alle Infos und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung erhältst du auf der Seite oben rechts. Wir melden uns dann morgen mit einem weiteren neuen Shopify-Feature zurück. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.